Jetzt habe ich noch mehr durcheinander gebracht. Hat doch schon so schön gestimmt, aber nein! Da dachte sich DBM zockt, ach, naja, kann ja nicht schaden, wenn wir einfach noch ein bisschen mehr durcheinander bringen als eben schon. Jetzt stimmt ja gar nichts mehr. Ja. Es hängt sich alle 5 Sekunden. Das ist echt ätzend. Ja. Schön. Ich guck gleich nach, ob man das Safe Game irgendwie cheaten kann. Diese beiden verfickten Dinger sind vertauscht. Ich mache alles kaputt, wetten. Ja, ich mache doch nur alles kaputt. Tja. Ich spiele mit Dingen, mit denen man nicht spielen sollte. Irgendwas stimmt hier doch nicht. Jetzt ist alles völlig durcheinander. Nein! Was? Nein, die beiden sind vertauscht. Das kann ja wohl nicht angehen! So. Jetzt sind die drei durcheinander. Jetzt sind die beiden vertauscht. Ach, Alter. Ich fühle mich dezent getrollt gerade. Der muss dahin. Ja, aber der muss dahin. Ist das Safe Game in irgendeinem Format, was ich editieren kann? Ich bin jetzt langsam ein klein wenig genervt von diesem Kack-Minigame. Ich guck mal nach. So, da sind wir wieder nach einem kurzen Schnitt. Ich habe tatsächlich im Steam-Forum zu dem Spiel einen Hinweis gefunden, wo jemand tatsächlich sagt, wenn du zwei bestimmte Teile tauschen willst, dann gibt es ein paar bestimmte Regeln, nach denen du quasi die Dinger drehen musst. So, also, gucken wir mal. Ich bin nicht ganz wirklich, weil er hat das irgendwie leicht verdreht dargestellt. Mal überlegen. Also, wenn ich... Wett? Okay, also sieht ein bisschen merkwürdig aus. Ich weiß nicht, ich kann ja mal kurz rüber tabben zu Steam. Community. So. Hier, da könnt ihr das auch mal sehen. Das ist der Tipp von demjenigen. Nur hat er das hier ein bisschen komisch dargestellt. Weil, ABCD sind die Rotationssterne. Nur irgendwie muss man das Ganze, wenn man sich das hier so anguckt und das hier damit vergleicht, irgendwie muss man das dann auf die Seite kippen, glaube ich. Was ich irgendwie versuchen werde zu machen. Weil ich habe mir das rauskopiert in Notepad und mal sehen. Also
Okay. Ich will jetzt Teile... Mal sehen. Also ich habe jetzt ein 9er-Teil. So, hier, das ist dieses 9er-Ding. Und in diesem 9er-Ding, was er da ja darstellt, sind Teil... mal sehen, das ist Teil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also Teil 6 und 9 sind vertauscht. Und um Teil 6 und 9 zu vertauschen... Mal sehen, A, B, C, D sind die Sterne. Und um Teil 6 und 9 zu vertauschen... Mal sehen. Was? Okay, was schreibt ihr da? Aha, man kann 6, 9 vertauschen, wenn man das 2-3-Pattern nutzt. Was? Okay, also, Moment. 2-3-Pattern. Na toll, jetzt muss ich auch noch umdenken. Jetzt muss ich auch noch... Also, okay, jetzt auf... Also, ich weiß nicht, in welche Richtung ich die Facecam gespiegelt habe, aber die 2-3-Tauschmethode. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A, B, C, D. Alter, das ist... Also, ich muss mir das echt mal aufschreiben. Mal sehen. Also, ich schreibe mir jetzt mal A, B, C, D auf. So. Das habe ich mir jetzt so aufgeschrieben, dass ich es mir vor den Monitor halten kann und entsprechend weiß, welche ich klicken muss. Also A, B, C, D. So, und ich will 2 und 3 tauschen. Das heißt, 2 und 3 tauschen ist B, A, D, 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 A, A, A und D. Funktioniert. Ehrlich, ich bin verblüfft. Ihr habt gesehen, ich bin nicht drauf gekommen. Ich bin zu blöd gewesen. Ich habe immer nur in so einem 6er-Raster gedacht, aber ich hätte in einem 9er-Block denken müssen mit 3 weiteren oben. Also, wie gesagt, falls ihr bei dem Spiel hängen bleibt, dann guckt ins Forum von Steam. Da gibt es hilfreiche Lösungstipps. Und guckt euch nicht die Komplettlösung auf YouTube an, denn dann ist das Spiel langweilig. So, wir haben also einen weiteren Schuh gefunden. Damit können wir natürlich hier im Schuhregal... So. Okay. Was? 15, 30, 45, 60, 75, 90. 75, 45. 75 minus 45 gleich 30. Was? Also wir müssen 45... Hä? Hä? Was? Okay, Nick, wir können die Schuhe vertauschen. Aha, okay, aha, aha, aha. Das heißt, dieser äußere Ring, die Ringe haben verschiedene Farben. Und die Regalbretter haben verschiedene Farben, wie man sieht. Und wir müssen sozusagen immer, müssen wir hier, na, wir müssen auf jeden Fall auf die eine Seite einen schwereren tun und auf die andere Seite nicht, damit sich das Ding hier richtig dreht. Das heißt zum Beispiel die hier... Nee. Nee. Nee, der leichte muss schon auf die Seite. Hier muss ein schwererer hin. Vielleicht der hier. Nee. Der hier war ja schon nah dran. Ah, der passt. So, grün hätten wir mal. Das heißt, die hier vielleicht tauschen. Den vielleicht ein bisschen schwerer machen. So, ja, das passt. Hm. Okay. Jetzt haben wir wieder ein kleines Problem. Der hier ist, nee, der hier ist nicht schwer genug. Das heißt, der hier? Nee. So, dann stimmen die schon mal, aber dann sind die anderen wieder durcheinander. Das heißt natürlich, wir tauschen die, nee, die beiden? Was? Toll, wenn ich den hier runternehme, dann passt es. Nein. Ah! Nein! Ah, so knapp! Was sagt denn die Hilfe? Die Hilfe sagt 75. 75 minus 45 gleich 30. Ja, das ist mathematisch richtig. 30 Grad Winkel. Wer hat sich denn diesen Kack ausgedacht? Ehrlich gesagt. Aha.
Okay, der muss also noch leichter sein. So. Gut. Jetzt ist nur grün falsch rum. Na toll. Nein! So knapp! Schon wieder! Kann er wohl nicht angehen. Jetzt soll ich jetzt hier noch mit dem Zirkel, mit dem Geodreieck am Monitor sitzen? Sind von, ja, also grün ist jetzt um 30 Grad durcheinander und nö. Weil hier, der Unterschied, Moment. Der Unterschied zwischen dem kleinsten und dem zweitkleinsten sind 15. Das heißt, hier haben wir 5, haben wir, ja, 15 Unterschied haben wir hier unten. Nehme ich den weg, ja, nehme ich den weg ein bisschen weiter. Okay, also je nachdem, auf welcher Seite was ist. Das heißt, die hier unten dürfen nur ein voneinander entfernt sein. Also wenn ich den und den dahin packe, seht ihr, passt auch. Das heißt, hier unten muss es 15 ergeben. Ich, ob ich mir das, nein, ich schreibe mir das nicht auf. So, das Grün muss zwischen, mal sehen, 30 und... Der Schuh ist 90. Das heißt, hier muss 60 bei Grün ergeben. Welche zwei Schuhe ergeben denn noch 60? Also nur der und 30. Tauschen wir einfach mal die beiden. Nö. Okay. Also da oben. Ich schreibe es mir doch mal auf. Also, mal sehen. Ganz unten haben wir... Würde dieser Kackstift mal schreiben? So. 15 ganz unten. Ganz oben haben wir 60, oder? Und in der Mitte weiß ich noch nicht. Das heißt, in der Mitte gucken wir mal mit dem kleinsten hier hin. Wir sehen, der kleinste ist 15 und dann probieren wir mal. Das ist es nicht. Das ist es nicht. Das ist es nicht. Das ist auch nicht. Vertauschen wir mal den kleinsten dahin. Nö, das ist es. Das heißt einmal 45, der kleinste ist 15, das heißt 30 in der Mitte. Also 60, 30, 15 als Unterschied sozusagen. Mal sehen, den 60 Unterschied kriegen wir hin durch zum Beispiel 75 minus 15. Das heißt der kleinste minus der hier minus der hier. Ganz unten natürlich. Vertauscht. Hä? Sechzig ist der oberste. Ich bin auch blöd. Hä? Doch, ja. Ich bin auch blöd. Warum gucke ich denn auf den Türkisen, wenn der Grüne gemeint ist? So, auf jeden Fall, in der Mitte müssen wir 30 erreichen. 30 erreichen wir zum Beispiel, 15 und 45 haben wir eliminiert. Nee, Moment. 75 und 15. Das heißt, 30 erreichen wir, indem wir von dem Damenschuh, also von dem hier, den zweitgrößten abziehen, also den hier. Zack, passt. Nein! Das ergibt unten keinen Sinn! Oh! Weil unten ist der größte Schuh und der größte. Na, und der größte Schuh ist 90 und unten müssen wir aber einen 15er Unterschied machen. Das heißt, der größte und der zweitgrößte. Oder. Also auf jeden Fall müssen da immer zwei Schuhe, die direkt nebeneinander liegen, auf den untersten.